Ich bin nicht viel noch dazu, muss ich ehrlich sein, kenne ich ihn nicht so gut. Ich hoffe, dass ich ihn, falls ich gegen ihn spiele, noch ein Spiel nicht besser kenne. Per Zetterberg, 26 Jahre alt, quirlig und schnell. Sein Erfolgsrezept für morgen ist rasch erklärt. Ja, wir dürfen nicht so viele Chancen vergeben wie im ersten Spiel gegen Österreich. Da hatten wir eine Vielzahl von guten Möglichkeiten, haben aber alle zum Teil stümperhaft vergeben. Wenn wir das in Wien ändern können, gibt es für uns mit Sicherheit ein positives Ergebnis. Bei uns sitzen Sie morgen in der ersten Reihe. Unsere große Live-Berichterstattung aus dem Ernst-Happel-Stadion beginnt um 19.30 Uhr in ORF 1. Übrigens, wenn Sie keine Karte mehr bekommen haben und doch Live-Atmosphäre genießen wollen, am Parkplatz unter 21 Teams. Der Nachwuchs verlor in Tulln gegen die Schweden 0:4. Allein das Cornerverhältnis in der ersten Spielhälfte spricht Bände. 8:0 für Schweden. Das erste Tor fällt unmittelbar vor der Pause durch Anders Svensson. Die Mannschaft von Ernst Weber ist den Schweden vor allem kämpferisch und läuferisch unterlegen und kommt nur zu wenigen Chancen. Die eine durch Ronny Brunmeier. Die jungen Schweden treffen vor den Augen ihres A-Teams noch dreimal hier das 0:2 durch Joakim Persson. Die Skandinavier konsequenter in den Zweikämpfen und besser im Verwerten der Möglichkeiten. Endstand in Tulln, Österreich gegen Schweden 0:4. Die Chance auf den Gruppensieg und die Qualifikation für das EM-Viertelfinale ist für Österreich nun wohl dahin. Wie in der Zeit im Bild bereits berichtet. Spiele, bei dem Sie in der ersten Reihe sitzen und wir werden in den nächsten drei Stunden eine große Show liefern hier aus dem Ernst-Happel-Stadion. Mit 23 Kameras arbeitet unser Chefregisseur Fritz Melcher, der auch unsere schwedischen Kollegen mit der Fernsehübertragung bedienen wird, auch von der gegenüberliegenden Seite somit, sodass... Ausgezeichnet, vor allem unter den vielen jungen Fans. Die haben noch einen kleinen Weg hinüber zum anderen Sektor, zum Sektor A, um hineinzukommen, aber alle kommen rein, es haben ja alle ihre Plätze, das Stadion ist ausverkauft, das haben Sie längst gehört. Viele besorgen sich noch Utensilien, da gibt es Schals, da gibt es alles, was man braucht für ein Match. Ja, und wenn die Stimmung, die hier ist, dann hineinkommt ins Stadion, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Und damit gebe ich schon weiter zu meinem Kollegen Rainer Pariasek, der ist dort, wo heute das größte Gedränge sein wird, nämlich im VIP-Bereich. Ja, die Ehrentribüne ist noch leer, aber eines kann ich versprechen, sie wird heute zum Bersten. Haben die Schweden die Oberhand behalten und haben die Österreicher besiegt und sie sind die Dritten der letzten Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Noch Vormittag trifft der UEFA-Delegierte Graham Kelly mit allen Verantwortlichen für die Sicherheit zusammen. Die Sicherheitsmaßnahmen sind streng geheim und werden nur hinter verschlossenen Türen besprochen. Aber eigentlich ist alles nur Routine, denn das Ernst-Happel-Stadion macht die Arbeit der Polizei sehr einfach. Jeder Sektor ist von einer eigenen Farbe her gekennzeichnet und das hilft dem Besucher sehr stark weiter. Die schwedischen Fans sind im Sektor Emil erster Rang untergebracht und der ist ausschließlich für Schweden-Fans reserviert. Die Schweden sind zwar bekannt als äußerst trinkfreudig, aber es wird meiner Einschätzung nach nicht zu Ausschreitungen und dergleichen kommen. Rund 500 Polizisten und dazu noch 350 Ordner sind heute im Einsatz. Sie regeln den Verkehr und kontrollieren den Einlass. Und sollte bei einem Zuschauer die Begeisterung für den Sport gewaltsame Aggressionen auslösen, kommt er noch im Stadion hinter schwedische Gardinen, allerdings ohne Aussicht auf das Schwedenspiel. Die undankbarste Aufgabe haben jene Polizisten, die das Publikum beobachten. Sie haben die besten Plätze im Stadion, haben aber keine Chance, etwas vom Spiel zu sehen. Wenn großer Jubel oder so ein Publikum ist, dann bekommt man das sowieso durch die Lautsprecher mit. Und das ist ganz einfach der Job an dem Tag, dass man das Spiel nicht sieht und dem Sinn der Sicherheit widmet. Man braucht sich also als Zuschauer um seine Sicherheit keine Sorgen zu machen. Und hier noch ein Aufstellungstipp für Teamchef Herbert Prohaska. Diese österreichische Verteidigung würde sicher keinen Gegner vorbeilassen. Das Umfeld also, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, damals ein freundschaftliches Länderspiel, damals gewonnen, vielleicht ein gutes Omen. Aber der historische Moment dieses Tags damals war ein Leichtathletik-Weltrekord. Ilona Gusenbauer ist damals mit 1,92 Meter neuen Weltrekord im Hochsprung der Damen gesprungen. Und Sigi Bergmann hat Ilona Gusenbauer besucht, die ja in letzter Zeit ein paar Schicksalsschläge zu ertragen hatte. Und links hier, Sterik wartet hier und mit dem rechten Fuß, das war das Tor.
Das war also das 1:0 vor 26 Jahren, ein Resultat, das ist heute schon. Bei der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien besiegt Österreich zuerst Spanien und qualifiziert sich dann durch den 1:0 Erfolg gegen Schweden für die Runde der besten 8. Torschütze Hans Kranki oder so ähnlich. Jahre später. Zwar nur ein Freundschaftsspiel, das 0:6 ist aber trotzdem die höchste und zugleich peinlichste Niederlage im Duell Blau-Gelb gegen Rot-Weiß-Rot. Qualifikationsspiele für die WM 1994 in den USA enden 1:1 in Wien und 0:1 in Stockholm. Schweden wird erhobenen Hauptes WM-Dritter. Die Österreicher müssen wieder einmal die Köpfe hängen lassen. I don't wanna talk about things we've gone through. Das Spiel der Spiele der frühen 70er Jahre. Nach den Qualifikationsspielen für die WM 74 haben Österreich und Schweden gleich viele Punkte und die gleiche Tordifferenz. Die Niederlage im Entscheidungsmatch ist einer der bittersten Momente für Team und Fans. Nothing more to say. Das Motto des Spiels heute ist das gleiche wie vor 24 Jahren. Ja, das waren damals Bilder und Stimmungen der Tristesse, aber hier ist jetzt Freude angesagt, denn vor wenigen Augenblicken sind die Spieler, die Österreicher. Österreich! Sweden, of course. Sweden, of course. How many goals? Ja, Mann! Thüringen! 3-1. Weitere noch ungeklärte Fragen. Wer bläst wem den Marsch? Wer hat den längeren Atem? Und wandelt sich diese Melodie in ein paar Stunden von einer Trauer in eine Siegeshymne? Schaut, ob ihr noch eine habt, gell? Du hast... Nein. 3-1, Tippi. Wir gewinnen gegen die Schweden. Super, heute bin ich aber sicher. Natürlich, denn wir Österreicher wissen ja, wer es heute polstern lassen wird. Österreich! 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 Ein durchaus optimistischer und ein sehr froher Patriotismus, kein Chauvinismus, der hier rüberkommt, meine Damen und Herren. Unser Reporter bei den Fans, der sollte sich jetzt auch wieder mal melden, denn die Stimmung steigt hier jetzt wirklich von Minute zu Minute. Ich rufe Michael Knöppel. Hier draußen, wie Sie sehen, noch ziemlich hektisches Treiben, noch jede Menge los hier. Die Leute stellen sich hier hinten an, um reinzukommen, denn jetzt wird es langsam Zeit, den richtigen Sitzplatz zu finden. Hektisches Treiben, ich habe eigentlich gedacht, die Leute werden alle schon drin sein, wenn die Mannschaften einmal aufgewärmt haben, aber noch ist ziemlich viel los, noch wird hier zum Beispiel verkauft, wir können uns das jetzt gleich anschauen. Wie schaut es denn da aus? Ich muss mich da mal durchdrängen, ganz kurz. Wie ist das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Ja, es geht mittelmäßig. Gibt es jetzt schon ein Sonderangebot? Nein, das Sonderangebot, wir haben ja noch ein Match auch noch offen, können wir nicht machen. Gut. Tore können wir leider hier nicht kaufen, daher gehen wir jetzt natürlich wieder hinein ans Spielgeschehen, an die Outlinie zu Erich Weiß. Ja, danke und ich gebe gleich weiter, denn jetzt hat der Herr Bundeskanzler sein Gespräch beendet und steht uns zur Verfügung beim Mikrofon von Rainer Parierse. Ja, Herr Bundeskanzler, auch Sie, ein großer Fußballfan, habe ich gehört. Was ist denn nervenaufreibend da für Sie? Sind das da die Verhandlungen um eine Pensionsreform oder ist es so ein Fußballmatch hier? Nachdem ich der zuständige Minister auch bin, weil ich bin ja als Bundeskanzler auch Sportminister, habe ich natürlich mein volles Herz in das heutige Match gehängt. Und ich bin überzeugt davon,
so fröhlich und so gut die Stimmung jetzt ist, wird sie auch nach dem Match sein. Also Österreich wird bei der WM dabei sein. Ihr Wort in Gottes Ohren. Sind Sie eigentlich einer, der da mitlebt, der da aufspringt, der schreit und so bei einem Fußballmatch? Ja, manchmal ist es für meinen Nachbarn gefährlich, weil er ab und zu mitschießt und das kann sehr gefährlich werden. Auch an Sie die Frage nach einem Tipp, wie wird es ausgehen? Also zumindest 1:0. Okay, ich möchte heute nicht neben Ihnen sitzen. Auf jeden Fall danke für das Interview. Zurück zu Erich Weiß. So, ich würde sagen, zunächst einmal genug der Worte, meine Damen und Herren, machen Sie sich zu Hause bequem. Noch einmal, Sie sitzen ja in der ersten Reihe, wir liefern Ihnen alles live hier aus dem Ernst-Happel-Stadion und in Kürze meldet sich für Sie der Kommentator des Spiels, Hans Huber. Die Spannung steigt, gleich geht's los mit dem Spiel der Spiele. Großhirn an alle! Großhirn an alle! Durstalarm! Ganz schön trocken hier oben. Meine Lust! Hier, Magen! Hm? Doch nicht sowas! Augen, seht ihr was Besseres? Ja, Latella! Okay? Perfekt! Latella, köstlich, fruchtig, richtig frisch. Latella! Gratuliere, Leute! Vitamine, Mineralien, alles ganz natürlich! Latella! Hör auf deinen Körper! Latella! Latella. Danone. Achtung, Achtung! Multimedia ist ein gefährlicher Virus. Schließen Sie Augen und Ohren und halten Sie sich von Computern fern. Schlechter Rat ist teuer! Gut beraten sind Sie mit den Multimedia-Angeboten bei Köck. Der Unterschied ist Köck! Franz Klammer, wie wichtig ist Ihnen Vertrauen? Total wichtig. Im Sport wie im normalen Leben. Volles Selbstvertrauen und Vertrauen ins Team. Gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Volksbank. Vertrauen verpflichtet. Fantastisch! Entdeckte Nutella die brandneuen Büchlein von Asterix und Obelix. 8 lustige Geschichten mit Asterix und seinen Freunden. Exklusiv in Nutella. Da kommt der Ball zu Herzog. Herzog, kleines Dribbling weiter zu Vastic. Vastic zu Polster. Polster alleine! Tor! Tor! Was für ein Tor! Das sehen wir uns gerne noch einmal an. Unglaubliches Tor. 92. Minute. Ja, da kriege ich gar keine Stimme mehr. Spannenden Fußball wünscht Ihnen die PTA, die Post und Telekom Austria. Ja, herzlich willkommen hier also noch einmal im Ernst-Happel-Stadion, jetzt beim Spiel der Spiele und Sie sitzen in der ersten Reihe. Österreich-Schweden, das Ernst-Happel-Stadion natürlich bis auf den letzten Platz besetzt bei diesem Spiel gegen Schweden, das schon die Vorentscheidung in dieser Weltmeisterschaftsqualifikationsgruppe 4 bringen sollte. Mit 3 Siegen in den ausstehenden 3 Spielen ist Österreich in jedem Fall für die Weltmeisterschaftsendrunde in Frankreich qualifiziert. Die Österreicher liegen nach Verlustpunkten vorne und entsprechend groß ist der Optimismus, dass dieses Vorhaben gelingt. Im Augenblick wird die Aufstellung der Österreicher noch einmal von den Rängen bejubelt. Sie haben die Aufstellung ja bereits präsentiert bekommen, sogar vom Teamchef, aber hier ist sie noch einmal. Konsel im Tor, Feiersinger, der Libero, Schöttl, Pfeffer und auch Pfeifenberger in der Abwehr, im Mittelfeld Czerny, Melich, Herzog und Prilasnik und die beiden Sturmspitzen heißen Vastic und natürlich Toni Polster. Die Schweden mit Ravelli, 140 Mal hat er schon im Team gespielt. Eine Viererabwehrkette mit Dilsson, Patrick Andersson, Björklund und Kramar. Dann Alexandersson, Zetterberg, Kern und Wild, das sehr routinierte Mittelfeld. Und die beiden Sturmspitzen, Kenneth Andersson und Martin Dahlin, in ganz Europa gefürchtet. Diese beiden, sie haben jeder schon 29 Tore in der Nationalmannschaft erzielt. Also, diese schwedische Mannschaft ist wirklich ein ganz schwieriger Brocken heute für das österreichische Team. Und hier ist die österreichische Ersatzbank mit Ramusch, mit Schopp, mit Hütter, der ja nachnominiert wurde nach dem Ausfall von Kübauer, mit Hatz, mit Kogler und
mit Peter Stöger, dem Superjoker in der österreichischen Nationalmannschaft, der schon so oft noch die Wende gebracht hat. Jetzt die FIFA-Hymne und dann werden die Mannschaften auf das Spielfeld kommen. Es regnet noch immer leicht, aber nicht mehr allzu heftig. Das heißt, es dürften geradezu exzellente Bedingungen herrschen. Der Schiedsrichter, ein international sehr erfahrener Mann, Antonio Jesus López Nieto aus Spanien, aus Malaga, ganz genau. Er wird dieses Spiel leiten, hat auch bei der Europameisterschaft in England gepfiffen. Also ein Mann mit sehr viel Erfahrung. Und als Kapitän der Österreicher, Toni Doppelpack oder Trippelpack, Polster und auf der anderen Seite Jonas Kern. Und es ist schön, diese Stimmung hier im vollen Ernst-Happel-Stadion auf sich einwirken zu lassen. Fantastische Stimmung, große Begeisterung um die österreichische Nationalmannschaft vor diesem Spiel. Und jetzt also die Hymnen. In einem Fußballstadion nicht mehr zugehen als heute Abend hier im Ernst-Happel-Stadion. Die letzten Bilder werden geschossen und jetzt schön langsam wird die Nervosität unten auf dem Platz abgeschüttelt. Das ist ganz, ganz bitter für die österreichische Mannschaft. López Nieto schickt Anton Pfeffer in seinem 50. Länderspiel in der 41. Minute frühzeitig in die Kabine. Foul an Dahlin. Und die Österreicher müssen jetzt mit einem Mann weniger auskommen. Die Aufgabe, die ohnehin schwer genug war, wird jetzt noch einmal schwieriger. Freistoß für die Schweden. Und das Tor nach Frankreich, das ist jetzt wieder weit, weit weg für die österreichische Mannschaft. Ermahnung für Feiersinger und Dahlin. Der Schiedsrichter genießt jetzt nicht gerade die Sympathien des österreichischen Publikums. Ganz klar, die Österreicher mit einem Mann weniger jetzt. Und mehr als eine Hälfte ist hier im Ernst-Happel-Stadion noch zu absolvieren. Und den Mannschaften in die Kabine, die nahezu 50.000 natürlich unzufrieden mit dem Spielstand, mit dem 0:0 und dass die Österreicher jetzt mit einem Mann weniger dieses Spiel beenden müssen. Und in Kürze erwarten wir das erste Interview mit Christian Lehibach. Eine erholsame Pause wünscht Ihnen die PTA,
Kräfte bei mir, den Toni Pfeffer. Was war da los? Gerechtfertigt die gelb-rote Karte? Die gelb-rote war auf gar keinen Fall gerechtfertigt. Also die erste war klar, das musste ich machen, weil der sonst allein aufs Tor gelaufen wäre. Und das zweite war eine klare Fehlentscheidung. Ich habe den Ball gespielt, sicherlich von hinten, aber den Ball gespielt. Scheuer. Ich glaube fast, der Schiedsrichter hat sich meine erste gelbe Karte nicht bemerkt und mir dadurch die zweite geben, ungerechtfertigt. Das ist natürlich ganz besonders bitter, haben Sie sich Ihr 50. Länderspiel natürlich ganz anders vorgestellt und jetzt besonders hart in dieser schwierigen Situation nur zuschauen zu können müssen und den Kollegen nicht helfen zu können. Ja, das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber es ist noch immer nichts verloren, wir haben noch 45 Minuten und ich hoffe, die Burschen haben sie ins Zeug. Ich habe ja einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich hoffe, dass sie es noch hinbringen. Wie kann die Mannschaft jetzt zu 10 bestehen in dieser zweiten Spielhälfte? Ja, in der ersten Halbzeit schon es verabsäumt, ein bisschen näher hin zum Gegner zu gehen. Das war, glaube ich, unser Fehler. Und vielleicht sollte man, natürlich mit einem Mann weniger wird es schwieriger, aber die Räume für die Schweden sind einfach zu groß. Wir bekommen die Situation, habe ich gerade von der Regie gehört, noch aus einer anderen Situation. Aus einem anderen Blickwinkel eingespielt. Sieht man es leider nicht ganz genau. Ich kann nur immer nur betonen, dass ich einen Ball gespielt habe und dass es eine klare Fehlentscheidung war. Toni Pfeffer, auf jeden Fall halten wir jetzt von draußen halt gemeinsam der Mannschaft die Daumen und hoffen wir das Beste. Danke für das Interview. So, meine Damen. Trotzdem Lettland die bessere Mannschaft. Den Schuss von Rinkus, aber Mats Boom, der Legionär bei Derby County, hält. Es dauert bis zur 87. Minute. Foul von Metan Rimkus. Und Michael Zemlinskis fixiert den 1:0-Sieg von Lettland über Estland. Lettland festigt damit Platz 4, was nicht unwichtig ist, denn in der Berechnung der besten Gruppenzweiten werden nur die Spiele... Die Attacke vom Toni Pfeffer. Ja, vielleicht aus, hat er den Ball ein bisschen berührt. Eine Attacke von hinten war es allemal. Aber sicherlich eine sehr harte Entscheidung des Schiedsrichters hier noch einmal aus einem anderen Blickwinkel. So, wir können nur auf die zweite Hälfte hoffen. Sie werden die Daumen halten und wir geben zunächst einmal zurück wieder ins Studio zu Erich Weiß. Ja, danke. Also weiter Daumen halten ist... Da schimpft auch Toni Polster, Kamark und Ivica Vastic im Zweikampf. Bein ein bisschen hoch und dann wird gerangelt und gestoßen, beide fallen. Naja, Entscheidung letzten Endes wahrscheinlich zu vertreten. Auch schon hohes Bein und jetzt zieht er den Gegenspieler zurück, der Ivica Vastic. Wieder ein Eckball für die Schweden. Die halten sich jetzt natürlich, aber gestoppt. Darlin hat schon zum Treffer ausgeholt, wollte den Ball über Kondl schupfen. Und wir sehen es hier, Stöger wäre durch gewesen, daher eine völlig korrekte Entscheidung. Roland Nielsen wartet auf Stöger, reißt ihn zu Boden, ist der letzte Mann und damit eine völlig korrekte Entscheidung des spanischen Schiedsrichters López Nieto und damit jetzt die Chancengleichheit wiederhergestellt. Das Spiel wird mit einem Freistoß ganz sicher. ...25 Minuten sind jetzt gleich nach der Pause gespielt. Das Kräfteverhältnis... Ball war irgendwie dabei, aber die Attacke kam von hinten. Daher auch diese Entscheidung des Schiedsrichters. Korrekt, Attacken von hinten sind nicht gestattet, obwohl er eindeutig den Ball gespielt hat.
Das ist die Distanz für Toni Polster. Da hat er auch gegen Estland getroffen. Herzog. Genau auf die Brust von Thomas Gravelli. Schuss, das 1:0 für Österreich. Das 1:0 in der 31. Minute der zweiten Spielhälfte. Ein unglaublicher Schuss, der den Weg ins Netz findet. Von ihm, von Andreas Herzog. Auch wenn er nicht in Superform war, schießt er hier ein super Tor. Unglaublich trifft er den Ball ins Seitennetz. Ein ganz tolles Tor, 1:0 für Österreich in der 76. Minute. Und jetzt ist die Tür wieder offen, aber aufpassen, Blomqvist. Und jetzt kann die Zeit hier nicht schnell genug verrinnen. Jetzt kann die Zeit hier nicht schnell genug vergehen. Der Schuss von Herzog. Ein unglaubliches Geschoss ins Eck. Genau ins Eck dieser Schuss von Herzog. Und das bedeutet das 1:0 für Österreich. Und weil es so schön ist, noch einmal. Aufpassen jetzt bei diesem Eckball. Blomqvist. Czerny. Diesem Tor von Herzog nicht satt sehen. Übrigens war das sein dritter Treffer in der WM-Qualifikation. Freistoß für die Schweiz. Und die Welle rollt durchs Stadion. Aber aufpassen. Eckball. Da wird gestoßen, gerangelt und der erlösende Pfiff beschieden. Wo ist der Ball? Wir sehen die Welle, wie sie durch das Stadion wog und rollt. Und Michael Konto beim Abstoß. Czerny, Herzog. Vielleicht der Mann des Abends, gelegt von 13 Tore jetzt in seiner Statistik. Stöger. Rote Karte für Konsel oder für Fersing. Es war eine klare Abseitsstellung von Dahlin zunächst. Und dann diese Attacke von Konsel. Wer muss gehen?
Michael Konsel muss gehen. Konsel hat den Ball anscheinend mit der Hand dort berührt, war nicht ganz klar auszunehmen. Außerhalb des Strafraums, das ist eine rote Karte für den Torhüter. Den Regeln konform, allerdings zuvor hatte es ein Abseits gegeben von Martin Dahlin. Das hat der Schiedsrichter nicht gegeben. Andreas Herzog geht vom Platz. Dahlin mag zwar passiv im Abseits gewesen sein, aber es war die gleiche Richtung bei dem Pass. So, und Franz Wohlfahrt übernimmt jetzt den Posten von Michael Konsel, der als zweiter österreichischer Spieler nach Toni Pfeffer die rote Karte gesehen hat. Beim VfB Stuttgart bietet er eine Glanzleistung nach der anderen. Schauen wir uns das noch einmal an. Zetterberg gegen Michael Konsel. War da die Hand dabei? Er greift nach dem Ball. Er greift eigentlich daneben, aber er erwischt Zetterberg. Er erwischt Zetterberg. Vielleicht hat Schiedsrichter Lopez Nieto auf Foulage. So, und jetzt werden das ganz harte 7 Minuten für die österreichische Nationalmannschaft. Wieder ein Mann weniger. Nach solch einem Spiel, das so viele Kräfte gekostet hat, das an die letzten Reserven geht, die österreichischen Spieler sind sozusagen schon im roten Bereich und jetzt gilt es noch durchzuhalten. Franz Wohlfahrt für Selbstvertrauen, die erste Aktion gleich, hinaus, ich bin da, ich halte diesen Ball, zeigt er seinen Kollegen, jawohl, und ganz sicher begräbt er ihn unter sich. Stöger, jetzt gilt es den Ball in den eigenen Reihen zu halten, vornehmlich Polster. In Abseits, jetzt Melich an die Stange. Nein, das wäre die Entscheidung gewesen. Roman Melich vergibt hier die ganz große Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Ravelli schon geschlagen und der Ball prallt von der Stange ins Aus. Schade, schade, schade. Da hätte der... Vielleicht hätte der Roman Melich auch abspielen können auf den Toni Polster, aber das sagt sich dann natürlich ganz leicht von heraußen. Er hat das Tor vor Augen gehabt. Er hat gesehen, da ist die große Chance und er war sich wahrscheinlich sicher, dass er auch trifft. Dahlin. Da hebt Franz Wohlfahrt beschwörend und beruhigend die Arme. Ausschluss gerechtfertigt, ganz ehrlich. Na, überhaupt nicht. Also, der Schiedsrichter ist überhaupt allgemein jetzt schon das ganze Spiel. Und erstens war es ein klares Abseits. Dann, was soll ich machen? Ich kann nur versuchen, das Tor zu verhindern. Ich stelle mir in den Weg und habe sogar den Ball noch berührt. Und er ist in mich dann reingelaufen. Also was soll ich? Ich kann mich nicht auflösen. Ich muss das Tor verhindern. Das habe ich gemacht und Schiedsrichter hat mir leider die Rote gegeben. Aber ich glaube, die Freude über das 1-0, die überwiegt im Moment alles, oder? So ist es. Und ich glaube, wir bringen es drüber. Es schaut ganz danach aus. Danke, Michael Kopf. So, Sie sind es eingeblendet. Etwas mehr als 3 Minuten noch für diese österreichische Mannschaft, die hier mit 1-0 führt. In einem vor allem spannenden Spiel. Polster! Leere Spielzeit wäre zu Ende. Und wer hat den Ball? Franz Wohlfahrt! So ein
als hätte er in letzter Zeit immer gespielt und wäre nicht nur auf der Ersatzbank gesessen. So pariert er auch diesen Ball. Ist eine ganz schwierige Aufgabe für einen Torhüter, wenn er kalt in ein Spiel kommt und sich dann gleich einige Male bewähren muss. Stöger. Noch einmal ein Freistoß für Österreich. Hier dreimal die rote Karte gezückt hat, aber Österreich führt mit 1:0. Und mit diesem Sieg wäre der Weg nach Frankreich weit offen. Zwei Spiele in und gegen Weißrussland in Wien sind noch ausständig. Nach diesen 90 Minuten, die eigentlich schon vorbei, den Ball berührt hier. Der Jubel des Publikums gilt einer österreichischen Mannschaft, die allen Widernissen zum Trotz hier dieses Spiel gegen Schweden mit 1:0 für sich entschieden hat durch dieses Tor von Andreas Herzog. Ein super Tor von Herzog und das ist der Jubel einer Mannschaft, die hier alles gegeben hat, die vielleicht die erste Hälfte nicht berauschend gespielt hat, aber die nach der Pause mit ihrem Kampfgeist, mit ihrem Einsatz dieses Spiel gedreht und gewendet hat und mit dem 1:0 jetzt die Tür nach Frankreich ganz weit aufgestoßen hat. Ein ganz schwieriges Spiel für die österreichische Nationalmannschaft, die hier mit 1:0 gewinnt und den Sieg von Stockholm hier wiederholt, obwohl zwei Spieler ausgeschlossen wurden und obwohl die Mannschaft so viele Minuten in der Unterzahl spielen musste. Das entscheidende Tor von Andreas Herzog in der 76. Minute. Ein Tor wie aus dem Fußball-Bilderbuch. Und da feiern sie mit den Fans, die hier durchgehalten haben und die vor allem über diesen Treffer in der 76. Minute gejubelt haben. Mit diesem Tor gewinnt Österreich gegen Schweden mit 1:0. Jetzt wird jeder Spieler einzeln aufgerufen und bejubelt. Und das hat diese Mannschaft wahrlich verdient. Sie hat hier lange Zeit Paroli geboten einem starken Gegner und hat dieses Spiel letztlich das alles vergessen, wenn jetzt die Spieler jubelnd rauskommen. Thomas Ravelli war das mit Harald Czerny schon im Kabinengang. Aber jetzt wird zuerst noch einmal gejubelt hier über einen Sieg, der ganz, ganz wichtig für den österreichischen Fußball ist. Und so freut sich die Prominenz auf der Ehrenloge mit dieser Mannschaft, die hier 1:0 gewinnt im Spiel der Spiele. Kampf und Einsatz, das hat bei der österreichischen Mannschaft den größten Erfolg seiner Trainerkarriere, nämlich der Qualifikation für die Weltmeisterschaftsendrunde in Frankreich. Auch wenn noch zwei ganz schwierige Aufgaben auf die österreichische Mannschaft warten, nämlich die beiden Begegnungen mit Weißrussland, zunächst in Minsk am Mittwoch und dann das Retourspiel in Wien im Oktober. Und jetzt einmal zu den ersten Interviews zu Christian Nehmer. Diese Fußballübertragung wird sensationell. Was ist denn da in der Pause in den Spielern vorgegangen? Man war nur zu zehnt, die Schweden sehr stark in der ersten Spielhälfte, hatten eigentlich sogar mehr Spielanteile, die größeren Chancen. Hat sich da schon ein bisschen Frust eingeschlichen? Gemerkt hat man nichts davon in der zweiten Spielhälfte. Na gut, die erste Halbzeit ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben geglaubt, wir können mehr spielerisch machen, aber es war nicht der Fall. Und dann ist leider der Ausschluss dazu gekommen. Das war absolut keiner war, denn der hat klar am Ball gespielt, meines Erachtens. Aber wir haben uns dann in der Kabine aufgerafft und gesagt, ist schon öfter ein Spiel gekippt worden mit 10 Leuten und das hat sich dann zweite Halbzeit genauso ausgestellt. Und dann noch dieses Hoch und Tief am Schluss, dann noch einmal der Ausschluss von Michael Konsel. Da hat die Mannschaft auch noch kurz gewankt, aber unheimliche Moral gezeigt. Ja, wie schon gesagt. Ein Fußballfachmann, Sie haben das Ergebnis vorausgesagt, Sie haben schon vorher gesagt 1:0.
Ich habe vorher gesagt 1-0, allerdings nach der ersten Halbzeit, wo sehr viel Nervosität und Unsicherheit drinnen war, habe ich leicht gewankt, aber die zweite Halbzeit war begeisternd. Sie hat gezeigt, was wir Österreicher zusammenbringen, wenn wir Kraft haben. Und das war wirklich eine hervorragende zweite Halbzeit und ich glaube ein verdienter Sieg Österreichs. Aber nichts für schwache Nerven die zweite Hälfte. Das ist richtig. Aber nachdem ich vorher schon 1-0 vorhergesagt habe, war ich ganz ruhig. Wir haben zwar jetzt noch zwei wichtige Spiele, aber fahren wir jetzt zur Weltmeisterschaft? Ich sicher. Danke vielmals. Zurück zu Erik Weiß. So. Sie sehen, er wird noch ein bisschen hergerichtet, damit wir auch alles genau hören. Andi Herzog, herzlichen Glückwunsch. Ein tolles Match und ein tolles Tor. Ja, ich glaube, dass wir heute 90 Minuten alles gegeben haben. Wir waren ja großteils das Spiel in Unterzahl und man hat gesehen, dass die Schweden eine sehr gute Mannschaft haben. Aber wir haben jetzt bewiesen, dass wir uns in den letzten 2-3 Jahren eine gewisse Reife erarbeitet haben, dass wir auch mit solchen Mannschaften mithalten können. Und dann natürlich das Tor war für uns sehr wichtig und zum Glück die Entscheidung. Wir haben das Tor so mit einem Auge, jetzt wie sie reingekommen sind, schon gesehen. Jetzt schauen wir es uns noch einmal an, aus allen möglichen Perspektiven. Ein unglaublicher Schuss. Kommentieren Sie es, Ihr super Tor. Naja, zweite Halbzeit schon ähnliche Möglichkeit zu gehabt, nur wenn wir den leider am falschen Fuß mitgenommen. Und da kann ich momentan leider nicht schießen, weil ich so starke Schmerzen habe. Und dann eben kurz vor Schluss habe ich gewusst, jetzt muss ich mir nochmal auf meinen starken Linken mitnehmen. Und dass mir das so super gelungen ist, ist natürlich ein Traum. Das ist der Teamchef, herzlich willkommen, Herbert Prohaska. Ein bisschen schärfer hätte ich. Ein bisschen schärfer. Der Andi Herauf hat sich gefragt, wie Sie reinkommen sind. Haben Sie in der Pause die Gummler gewechselt? Haben Sie die Schuhe gewechselt? Ja, ich habe vor dem Spiel mit den Gummler aufgewärmt und dann hat es leider stark zum Regnen angefangen und ich spiele eigentlich nicht sehr gerne mit Stollenschuhen. Ich habe mit den Gumminocken mehr Gefühl und ich habe jetzt zweite Halbzeit bewiesen. Und die Zehe hat auch nicht mehr wehgetan? Nein, nachher nicht mehr. Herbert Prohaska, ganz persönlich herzlichen Glückwunsch. Solch ein Spiel zu gewinnen, das am Anfang schon zu kippen drohte nach dem Ausschluss, über den man streiten kann. Eine solche Dramatik in einem entscheidenden Spiel hat man hier in Wien selten gesehen und selten auch so eine großartig kämpfende Spiel in der österreichischen Nationalmannschaft. Jetzt ganz lapidar die Frage, wie haben Sie das miterlebt, dieses Auf und Ab, dieses Hoch und Tief in diesem Match? Ja, das ist das Allerschlimmste natürlich, was man dann draußen mitmacht. Denn an und für sich ist man kurz deprimiert nach dem Ausschluss in der ersten Halbzeit und denkt daran, dass jetzt alles vorbei ist. Zum Schluss kann ich jetzt nur eines sagen, ich bin wirklich so stolz auf diese Mannschaft, ganz egal welches Ergebnis das es heute gegeben hat. Sie ist aber Gott sei Dank belohnt worden. Wir sind jetzt, glaube ich, auf diesem Weg, wo uns auch, sagen wir einmal so, das Glück auch ein bisschen zur Seite steht, aber wir verdienen es hundertprozentig, denn so wie sie gekämpft haben, ich glaube, wenn er uns noch einen ausgeschlossen hätte, wären wir noch mehr gelaufen. Und das ist das wirklich das Schöne für mich, was wirklich heute einer meiner schönsten Tage in meiner Karriere ist. Nochmals dazu kann man nur herzlichst gratulieren. In der ersten Hälfte lief es ja nicht ganz nach Wunsch. Die Schweden haben sich als die erwartet kompakte, geschickt spielende Mannschaft erwiesen und wir kamen eigentlich nicht ins Spiel, auch wenn es ganz klar zu erkennen war, wie es laufen sollte, über den schnellen Harald Scherne auf der rechten Seite. Aber es lief dann nicht so und dann kam dieser Ausschluss. Was haben Sie Ihrer Mannschaft in der Pause gesagt, wo es ja wirklich schlecht ausgeschaut hat? Ja gut, im Prinzip, sage ich einmal so, ist uns da entgegengekommen die Viererkette der Schweden, denn dadurch haben sie eigentlich nie ein Übergewicht bekommen. Sie hatten nur einen Mann mehr, aber eigentlich im Mittelfeld konnten wir... Warte, Herbert, unterbrechen wir kurz. Wir sehen ein paar wichtige Szenen jetzt. Max, Bundesliga, heute mit dem ersten Spiel LASK gegen die Wiener Austria. Erinnern wir uns